bald wieder da. Drax, du kannst doch nicht singen. Hurra, hurra, der Drax, der ist heute da. Na, was sagt ihr? Kann Drax singen? Was? Ihr sagt ja? Ne, ihr habt aber keine Ahnung von Musik. Musik machen wir heute übrigens auch. Und Turnen, freu dich schon drauf. Beim Buchstaben üben seid ihr ja ganz sicher fleißig. Deswegen machen wir heute mal wieder Mathematik. Und im Anschluss daran erfahrt ihr mehr über den Raben. Also über mich! Schon gut, du vorlauter Vogel. Und am Ende werde ich euch noch etwas vorlesen, wo ihr wieder mitlesen könnt. Und jetzt zuerst noch etwas ganz Wichtiges. Wie ihr zu Hause lernen sollt. Bitte macht, wie in der Schule, Pause. Deshalb gibt es ja auch die Turnübungen, die ich euch dann bald zeigen werde. Die lockern auch das Lernen auf. Spielt doch mal dazwischen. Wenn es schön ist, geht auch an die frische Luft. Beim Spazierengehen im Park, denkt aber bitte daran, im Abstand von einem Meter an anderen Leuten vorbeizugehen. Wir haben den Meter ja schon kennengelernt, du weißt schon, so breit wie die Türe. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, bleib einfach ungefähr so weit weg von den anderen Leuten, wie du groß bist. Von Spielplätzen musst du dich leider fernhalten. Das hat man uns im Moment verboten. Tja, liebe Kinder, heute geht's, wie gesagt, mit Mathematik weiter. Mit dem Drax Teil B. Auf Seite 91 findest du Rechenmauern. Und diese sind jetzt für manche von euch nicht ganz so leicht, aber es ist kein Problem. Du wirst merken, du verstehst es ganz schnell, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. In einer Rechenmauer ergeben immer die zwei Steine darunter zusammen den Stein darüber. Wenn wir hier bei der Nummer 3 auf der Seite 91 unten 4 und 2 stehen haben, dann höre ich euch jetzt schon ganz laut rausrufen zu Hause, was hier oben stehen muss. Und ihr habt völlig recht, es ist die 6. Weil 4 plus 2 ist 6. Das ist ja noch die einfachere Möglichkeit. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn die Zahlen nicht beide unten stehen. Aber ein kleines Geheimnis, du brauchst in einer Rechenmauer, um es zu berechnen, immer zwei Zahlen. Wenn du nur eine hättest, geht's nicht. Wir haben in der zweiten Reihe bei der Nummer 3 hier die Rechnung stehen. Unten 5, hier steht nichts und oben steht die 8. Welcher Rechnung entspricht denn das? Ich habe es gemerkt, die meisten von euch wissen schon, es ist eine und wie viel Rechnung. Die würden wir so aufschreiben. 5 plus wie viel ist 8? Und ich sehe da schon ganz viele zeigen mit den Händen die richtige Zahl. 5 plus 3 ist nämlich 8. Kannst du dich erinnern, was wir besprochen haben mit der Umkehraufgabe? Wenn du dir hier nicht sicher bist, darfst du hier eine Umkehraufgabe daraus machen. Und du weißt schon, die Umkehraufgabe heißt 8 minus, und jetzt kommt gleich der nächste Rechentrick, die zwei haben wir gewusst, schon die dürfen wir vertauschen, das heißt, du darfst hier auch 8 minus 5 rechnen und kommst auf die 3. Und die steht hier auch drinnen, ja? So gehst du mit diesen Rechenmauern um. Und das ist jetzt ganz egal, ob in der Rechenmauer die Zahl unten links oder rechts steht. Wir sind jetzt bei der dritten Zeile in Nummer 3 und bei der letzten Rechnung, da steht hier oben die 10, unten die 4 und dann nichts.
Und du darfst wieder eine plus wie viel Rechnung machen? Wie viel plus 4 ist 10? Ah, das ist ein schlampiger Zehner, Herr Lehrer. Und der Drax sagt gar nichts. Und das heißt, du darfst umkehren. 10 minus 4 ist 6, ganz richtig. Und daher kommt hier auch der Sechser hinein. So funktioniert die Geschichte mit den Rechenmauern. Ja, Kinder, also heute wollen wir mal singen. Das heißt, wir in dem Fall, ich lasse den Drax mal mitsingen. Und beim ersten Mal hört er gut zu. Beim zweiten Mal könnt ihr schon mitsingen. Und vielleicht nehmt ihr es ja am Handy auf und schickt mir's. Da könnten wir dem Drax nämlich mal zeigen, wie das Lied wirklich klingen soll, oder? Drax, bist du bereit? Ja! Ja, das war klar. Singen will der Kerl immer, obwohl er es nicht kann. Heute das Lied, das der Drax schon am Anfang singen wollte, allerdings nicht mit dem Drax, sondern mit dem Pumuckl. Ihr habt das, glaube ich, eh schon mal gehört. Und das Lied geht so. Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Am liebsten macht der Schabernack Leute ärgern nicht so knapp. Schwupp, schon ist die Feile weg. Wer hat die wohl wegversteckt? Hurra, hurra, der Pumuckl mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Habt ihr's gemerkt? Dann singen wir's gleich nochmal für euch. Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Am liebsten macht der Schabernack Leute ärgern nicht so knapp. Schwupp, schon ist die Feile weg. Wer hat die wohl wegversteckt? Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. So, Kinder, und heute wollen wir uns mit dem Raben beschäftigen. Bevor ich euch aber über diesen Vogel, so einen ähnlichen wie diesen Drax hier, erzähle, frage ich mal den Drax, was er sich vom Elefanten gemerkt hat. Ihr wisst schon, vom letzten Video. Ihr dürft und sollt natürlich mitraten. Drax, woran erkennst du den Unterschied zwischen afrikanischem und indischen Elefanten? Na Logo am Rüssel! Die Afrikaner haben einen kürzeren! Drax, ich glaube, du hast schlecht aufgepasst. Ich doch nicht. Oh doch, wenn die Kinder jetzt da wären, würden sie dir gleich erzählen, was der Unterschied wirklich ist. Ihr wisst es doch, Kinder, oder? Drax, hast du es auch gehört? Richtig, es sind die Ohren. Beim afrikanischen Elefanten größer als beim indischen. Drax, nächste Frage. Wie schwer wird denn so ein Elefant? Ganz logo, 6 Kilogramm. Puff. Drax, da verwechselst du was. 6 Kilogramm hat ja schon mein Schulrucksack. Und da steckt sicher kein Elefant drinnen. Echt? Darf ich nachschauen? Vorlauter Kerl, du. Die Kinder wissen es sicher. Nicht 6 Kilogramm, sondern... Ja, da habe ich was gehört im Hintergrund. Klingt gut, klingt gut. 6 Tonnen. Drax, hast du dir sonst was gemerkt? Also, mit der Nase tun die Elefanten singen. So wie ich, wenn der Elefant in die Disco geht. Halt, nicht schon wieder singen. Drax, das halten die Ohren der Kinder doch nicht aus. Du hast wirklich nicht aufgepasst. Was tun denn Elefanten wirklich mit der Nase? Und wie heißt diese Nase? Na Kinder, das dürft ihr dann nach der heutigen Videostunde euren Eltern erzählen. Und alles andere vom Elefanten natürlich auch. Nachschauen ist notfalls erlaubt, oder? Wir wollen aber jetzt einiges über den Raben erfahren. Der Rabe. Krächzen. Als Singvogel, und das ist er tatsächlich, klingen die Rufe der Raben rau. Man nennt das Krächzen.
Lebensraum. Bis auf Südamerika und in der Antarktis gibt es auf der ganzen Welt Raben, Krähen oder Häher. Nahrung. Mit ihrem kräftigen Schnabel können Raben auch harte Früchte wie Nüsse knacken. Größe. Der Kolkrabe ist mit bis zu 70 cm Länge der größte Singvogel. Kulturfolger. Das bedeutet, dass Raben und Krähen gerne in der Nähe menschlicher Siedlungen leben, weil es dort mehr Nahrung gibt. Lernfähig. Raben sind sehr lernfähig und können Geräusche nachahmen. Das geht sogar so weit, dass manche Raben sprechen lernen und Wörter nachsprechen. Allesfresser sind Raben. Pflanzen, kleine Tiere, Abfälle werden verwertet. Okay, Kinder, nachdem ihr jetzt den Text vorgelesen bekommen habt, möchte ich euch wieder die Wörter erklären, wo ich mir denke, dass ihr sie vielleicht nicht gut verstanden habt. Sicherheitshalber auch das Wort krächzen. Krächzen bedeutet, dass die Stimme sehr rau klingt. Ihr habt das eh gehört, wenn der Drax auf dem Video spricht. Knacken. Das kommt auf der zweiten Seite vor, wenn es um die Nahrung geht. Knacken bedeutet Klicks, Klicks, wie eine Nuss. Du verwendest zum Nussknacken vielleicht eine Zange. Klicks. Und Raben können das mit dem Au-Schnabel. Ja, das war's vom Raben. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Ihr könnt das gerne jederzeit nochmal ansehen am Video. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, Kinder, seid ihr bereit für eine tolle Turnstunde? Sagen wir mal zumindest für den ersten Teil, denn der zweite Teil, der folgt am Donnerstagsvideo. Aber das, was wir heute machen, könnt ihr bereits jeden Tag selber machen. Und jetzt gehen wir's an. So, unsere erste Übung. Wir machen ganz was Einfaches. Wir nicken mit dem Kopf. Langsam. Nicht so schnell. Es geht um die Nackenmuskulatur. 10-mal das Ganze. Zweite Übung. Wir dehnen unsere Halsmuskulatur seitwärts. Dazu nehmen wir ganz zart den Kopf, ziehen ihn zur Schulter, halten das Ganze ein paar Sekunden, lassen nicht schnell aus, sondern gehen langsam wieder hoch, nehmen die andere Hand, machen das Ganze nach der anderen Seite und das Ganze 5-mal pro Seite. Ich mache es jetzt nur einmal, sonst wird das Video zu lang. Die nächste Übung, Schulterkreisen vorwärts. Schön groß mit den Schultern kreisen. 10-mal machen wir das. Und rückwärts auch 10-mal. Ihr seht, die Bewegung geht in die andere Richtung. Am Stand laufen, eine coole Sache, aber wir zählen mit. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ich brauche mal eine kurze Pause, aber gleich geht's weiter. Ja, und weiter geht's. Und zwar mit dieser leichten Grätsche und wir schwingen die Arme fest zwischen den Beinen durch.
10 Mal machen wir das Ganze. Dann kommen wieder in der leichten Grätsche, abwechselnd rechten Arm bei gestrecktem Knie zur linken Zehenspitze, linken Arm zur rechten Zehenspitze, soweit du es schaffst. Auch 10 Mal links und rechts. Dazwischen immer mit dem Oberkörper hochgehen. Jetzt ziehen wir das Knie zum Ellbogen hoch. Immer gegengleich. Auch 10 Mal linker Fuß zum rechten, rechter Fuß zum linken. Und jetzt merkst du schon, jetzt bist du, wenn du mitgemacht hast, ganz schön in der Bewegung. Weiter geht's mit dem Hampelmann. Und nachdem werde ich dann sicher wieder eine Pause brauchen. 10 wunderschöne Hampelmänner. So, was ich jetzt für dich habe, ist ein leerer Karton. Er ist wirklich leer. Ist kein Zaubertrick, keine Sorge. Er ist leer. Aber es muss natürlich was hinein und das liegt hier. Das heißt, jetzt geht es um Zielwerfen. Schau, dass du die Dinge, egal was du zu Hause findest, in einen leeren Karton, leere Schachtel, leere Wäschekorb, was auch immer hineinwerfen kannst. Einer ist schon drin. Geht auch mit ganz kleinen. Oh, der war daneben. Es geht auch mit schwierigen Dingen. Werden wir schauen, ob ich das schaffe. Oh, knapp vorbei. Und wenn du keine Bälle und sowas hast, nimm einfach ein Leibchen, mach einen Knoten hinein, dann fliegt es besser und das geht dann ganz locker hinein. Alles klar, wie es geht? Das war unser erster Turnblock. Der zweite Block folgt am Donnerstag. Ja, liebe Kinder, der nächste Punkt heißt Vorlesen und ihr natürlich mitlesen. Wir nehmen unseren Leselehrgang Teil 2 und schlagen die Seite 80 auf. Das ist die Geschichte Der Unfall. Ich lese und du liest mit. Der Unfall. Pino und Kenan sind am Reithof. Kenan hat ein Pferd. Sein Name ist Pfefferkorn. Am Reithof gibt es einen Hund namens Tupfi. Kenan reitet im Galopp. Pino ist begeistert. Tupfi rennt nahe bei Pfefferkorn. Seine Pfote ist unter Pfefferkorns Huf. Pino ruft: Armer Tupfi! Tupfis Pfote hat eine Wunde und blutet. Pino holt den Erste-Hilfe-Kasten. Er tupft das Blut ab. Dann nimmt er ein Pflaster und behandelt die Pfote. Nun geht es Tupfi wieder gut. Tja, liebe Kinder und Eltern, denn ich glaube, auch die schauen uns mittlerweile schon immer wieder zu, das war's für heute. Das letzte Wort hat natürlich wieder mal der Trax. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Fotos schickt, wie ihr fleißig lernt. Tschüss.